Was zur Hölle? Wow. Da sitzt halt auch noch einer an irgendeinem Geschütz zusätzlich. Zweites Klavier. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb von 5 Minuten 2 Klaviere fallen lässt? Ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich nur beim Umzug von einem Orchester könnte das passieren. Schlechte Umzugsfirma. Orchester muss umziehen. Wäre möglich, ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass 2 Klaviere runterfallen immer für 5 Minuten. Ansonsten nur in Raccoon City. Raccoon City. Immer ein Besuch wert. Wo bist du heute? Raccoon City. Raccoon City. Da, wo der Kaffee nach Matsch schmeckt. Das sind natürliche Bohnen, die durch Bibermägen gefiltert wurden. Man braucht immer einen Biber. Ja, Mann. Und wenn du einen Biber hast, kannst du alles herstellen. Boah, fuck, die brennt und ist wütend. Das ist eine schlechte Kombination. Was könnte sein? Meinst du, sie will jetzt einfach irgendjemandem nochmal heimzahlen, dass sie jetzt am Brennen ist? Dass es scheiße wehtut? Das ist keine schöne Mission. Nicht so wirklich. Schön ist anders. Okay, jetzt hier nochmal nach vorne. Gibt es eigentlich irgendwo nochmal Ammo zwischendrin, oder? Ja, hier in der Ecke. Gibt's Ammo in der Ecke? Jo, hier drüben bei mir. Ah, stimmt. Achtung, Nate. Oha. Ist klar, gut gemacht, Peter. Oh, das war dieses rote Fass noch zusätzlich hinter mir. Ja, gut. Na, ich bin nahezu immun gegen Explosionen. Ist der Vorteil, Beltway zu sein. Ja, übel, Mann. Den juckt's halt gar nicht. Ich bin tot. Beltway ist... Dich juckt's nicht, Mann. Das ist wie wenn du einen Schnupfen hast. Ja, Granaten nicht. Kugeln ja. Ich kann okay. Nur die Spezialeinheit töten. Ich geh mal ein Stückchen weiter vor. Jetzt müssen wir diesen Sniper-Dude... Ja, so eine Sniper-Waffe wäre jetzt halt auch geil irgendwie. Kann man den von hier sehen? Ah. Ja. Ja, dann hau mal weg. Ich versuch's mal. Ich kann ihn nicht treffen, weil du stehst so mittig. Nee, passt. Der müsste auch irgendwann umfallen. Ich meine, ich kann nur seinen Oberkörper und seinen Kopf von hier treffen. Irgendwann wird's halt auch absurd für ihn, da noch weiter stehen zu bleiben. So jetzt aber. So, und wo ist der Penner auf dem Geschütz? Wo kam der her? Oh, hier drüben waren. Oh, hier ist ja noch einer. Hier drüben war ein Schulmädchenreport. Ah, nice. Ah, in dem Koffer meinst du? Ja. Ja, den hatte ich auch dabei. Der war heiß. Ich werfe jetzt hier alle Granaten raus. Ich bleib einfach hier stehen und scheiß die zu mit meinen Granaten. Hey, übel, Mann. Ich bin fast tot. Einmal aus der Deckung raus, fast tot. Ich werf Blindgranaten. Oh, wird schon irgendwie gut gehen. Alter. Ja, Mann, Berti hat's drauf. Ja, geboren in Raccoon City. In Niederbayern. Jesus Christ, also nicht das Raccoon City, in dem wir gerade sind. Nee, Raccoon City, Niederbayern, ja. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, oder? Heimat der Milchkühe. Und Genitalpiercings. Wörter kann beides. Melken und piercen. Und piercen. Und piercen, Mann. Die Frau ist halt drauf. Oh, hier drüben ist noch einer. Ey, das gibt es nicht. Ey, das ist so krank. Die können so scheiße gut schießen und halten so abgefuckt viel aus. Das ist schon ein bisschen absurd, wie Schaden die Gegner teilweise machen. Alter, ich renn zurück. Wörter, lass mich durch. Ich bin ein Stück weiter vorne und gar nicht gut. Gar nicht gut? Ich komm. Vielleicht können wir das gar nicht gut zu so ein bisschen in Ordnung umwandeln. Ich weiß nicht. Ich bin fast tot. Ach, Granate. Ey, Bertha. Sehr gut. Nice. Es müsste einen Befehl geben. Bertha, jetzt heilen. Bertha, please. Please, Bertha, please. Okay, der ist down. Da drüben ist noch einer hinter der Deckung. Ja, da hinten, da sitzt noch einer. Oh, da ist auch noch einer. Direkt vorne. Okay, das ist weird, dass du dich so umdrehst, aber von mir aus. Also ich bin fast tot. Ich glaube, Lupo kann nur über die rechte Schulter schießen. Das ist weird. Das gerade da hinten am Kino ist down. Oh, ich habe einen Flammenwerfer gefunden. Klingt nicht schlecht, aber die Reichweite klingt irgendwie nicht so. Aber trotzdem, Flammenwerfer ist Flammenwerfer. Das ist allerdings wahr. Das ist...
Das war eine heiße Angelegenheit. Hey, wie geht's dir? Na, geht's so. Ich bin tot. Ich sammle ein Heilspray ein und ich bin da um die Ecke gegangen. War keine gute Idee. Alter, der hält halt schon seinen Darm, dass er nicht aus dem Bauch rausfällt und geht nicht down. Du absurder Motherfucker. Da drüben ist noch einer in der Deckung. Wow, ich bin da in dieser Gasse. Ja, ich versuch gleich hinzukommen. Das sind noch zwei, ne? Okay, der eine ist down. Renn durch. Ich bin die Pfütze neben dem Flammenwerfer. Da hier, ich wollte gerade sagen. Jetzt habe ich den Flammenwerfer aus Versehen aufgesammelt. Den wollte ich nicht haben. Oh. Nice, Bertha. Nice. Ich glaube, mir ist ein bisschen heiß von dem Spray. Warum ist er so rot? Na yes. Neuze. Du läufst mir gerade voll in die Waffe. Nietze. Dude, what the fuck? So ein Joke. Wow, der eine kommt, Alter, der macht mies den Style. Fucker, ich hab ihn. Das hat richtig wehgetan. Ja, da oben ist halt auch noch einer. Und der läuft immer noch gegen die Wand wie ein Spast. Hat jemand Klebeband? Ich muss den da mal wieder ein bisschen fixieren. Wieder. Was war das? Alter, du wurdest vom Pott erschlagen. Oh mein Gott, ich wurde vom Pott erschlagen, ohne Scheiß. Alter, what the shit. Alter, du den Flammenwerfer. Ich hol dich jetzt erstmal ganz kurz. Wo bist du denn? Unterm Pott. Da bist du. Kann mich jemand bitte unter dem Pott rauskratzen? Alter, was war das eigentlich? Ich hab nur gesehen, wie du geplättet wurdest. Oh, von hinten kommt angesprungen. Oh, Achtung, mies, Alter. Oh, mies. Voll die Granaten. Oh, mies, Alter. Ich merk's gerade. Ich bin tot. Ich konnte halt nur nach vorne ausweichen. Ich seh nur noch Gulasch. No! Ich konnte. Wow. Warte. Also die Mission ist wirklich die härteste Mission aller Zeiten. Klavier Nummer 3. Voll gespickt mit Klavier. Moment. Ey, der Pott ich wollte gerade sagen. Wieder beinahe zerlegt. Schon wieder die halbe Energie weg. Fuck. Pisser. Ich hab's diesmal direkt verwendet. Okay, ich glaube, der ist gleich down. Nope. Renn mal weg. Okay. Das neue Pots oder. Holy shit, noch mehr! Mann, ich hab sehr viele Granaten! Noch mehr? What the fuck? Sag mir Bescheid, wenn du Granaten in die Mitte wirfst. Das Miese ist, es gibt halt auch keinen Marker dafür. Irgendwie. Wo bist du denn? Wo ist deine breiige Spur? Ach, hier drüben. Ich hab keinen Plan, Mann. Ich hab voll den Überblick verloren. Oh, schön. Leute, Moment. Der eine müsste beinahe tot sein, also viel können die nicht mehr haben. Ja, da. Oh oh. Fuck. So, brennende Munition hier anpacken. Yes! Komm schon! Jo, der ist down. Der ist down. Wunderbar, okay. Spezialeinheiten, so als Mitgift. By the way, hier. Kennt ihr noch die Typen, die euch vorhin ins Knie gefickt haben? Ich bin schon wieder fast tot. Du könntest mich hier hinten mal um die Ecke bringen. Wo bist du denn? Ah ja. Ja, ich bin gestorben. Okay, dann machen wir es einfach so. Ich nehme doch gerade den halbtoten Körper da vor mir. So, warte, ich töte dich. Was? Achso, ja. Du bist gut wie tot. Ja, stimmt. Ich hab keinen Checkpoint. Es ist trotzdem ein Satz, den man hört und sich denkt, was, warum? Ich will dich wiederbeleben, aber ich kann es nicht auswählen. Ich weiß nicht warum. Jetzt. Ja, du musst irgendwie dahin, wo das EKG ist. Keine Ahnung. Also es ist total weird, auch wenn ich da irgendwo ganz anders liege. Ja. Also Hitboxen haben sie echt verkackt, also was das Wiederbeleben angeht. Also meine Rechte auf deinem linken Auge liegen und nur dann bin ich richtig. Ja, genau. Immer fester auf die Augen drauf. Irgendwann triffst du. Noch mehr Gegner. Oh Gott, der ist direkt hier. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, Dito. Oh, an dem klebt die Granate. Oh, geil. Oh, die waren gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht, die Granate. Geht da down, Alter. Holy fuck. In der Ecke sind noch welche. Oh, da ist einer mit dem MG. Der hat einen fucking MG, deswegen. Wow, ich bin hart gespreadelt.
Ich würde sagen, hier musst du wahrscheinlich erstmal down bauen, bevor du da irgendwie an mich rankommst. Oh, der ist direkt hier drüben. Ja. Wie soll ich ihn da? Ich habe selber nichts mehr. YOLO! Ah, oh, ich hatte das beinahe. Voll in den Nacken geballert. Nein! Worden. Ah, die Pots, na gut. Das gibt es doch nicht. Die Checkpoints sind so Hurensohn. Es hätte aber funktionieren können. Alter, wie viel Damage macht dieser Pot, wenn er runterfällt? Das ist ja absurd. Viel. Deswegen ganz weit weg. Selbst wenn du irgendwie 5 Meter daneben stehst. So, direkt hier zerstört. Sauber, so muss es sein. Er schreit wie so ein kleines Baby. Übel, Mann. Wie wenn er Milchneid hat. Und an deine Zitzen, an deine Beltweight sitzen will. Geh weg von meinen Beltweight sitzen. Hast du Milchproduktion? Was denkst du? Ich weiß es nicht, aber die Zitzen sind sehr mächtig. Die sind auch ganz hart, die Brüste gerade. Was ist los bei dir? Ich stell ziemlich viel Belt in deinen Way. Du bist trächtig, kann das sein? Ich werf jetzt da Minen hin. So. Ich meme. Oh, der ist tot. Kaputt. Oh, egal, die Dinger sind umsonst. Na dann. Na dann. Oh, ich habe null Ammo. Das ist cool. Liegt da irgendwo eine Waffe rum, die ich mitnehmen kann? Ich schau gerade, ob hier hinten noch irgendwo Kraut ist. Naja, warum nicht? Ich liebe ein Sturmgewehr als gar keine Waffe. Oh, warte mal, hier drin kann ich Munition oder sowas mitnehmen? Oh, hier ist Munition ohne Ende. Oh, fuck. Mich gelegt hat. Wow. Oh, shit. Hat er denn einen Shoryuken mitgegeben? Ich würde sagen, ich töte dich, oder? Ich habe nur... Ja, komm. Hau rein. Ich habe nur einen Uppercut gerade gesehen. Es ist so absurd, dass wir uns gegenseitig töten, um mehr Energie zu kriegen, aber hey. So funktioniert das System. Eine Taktik, woher kommen auf einmal Zombies? Die du auf Elite halt machen musst, einfach. Achtung! Spezialeinheit. Ja, schon wieder. Verdammter Stricher. Ich werde mal gucken, ob ich von hier irgendwie an einen rankomme. Gerade der Typ mit dem MG drüben, ist halt. Hier drüben ist einer, hier drüben ist einer. Pulverisier ihn! Yo, ist down. Nice. Ja, von hier kann ich ganz gut auf den Typen schießen und er trifft mich irgendwie nicht, weil er ein Vollidiot ist. Das ist wunderbar. What the fuck? Ach du Scheiße, du hängst am Zaun vorne, ich seh's. Ich hab gedacht, ich hätte hier so einen kleinen Trick, könnte hier in Deckung gehen. Achtung, die headshotten dich. Aber dann müssen sie durch die Wand schießen. Das wär cheap, Mann. Wir können das. Weil es miese Penner sind? Okay. Oh, fuck, die Granate. Ernsthaft? Ich werf Minen durch. Ach, die letzte beschissene Granate und die bleibt am Auto. Danke, Bertha. Bleibt am Auto hängen. Oh, ist er tot? Ist er tot? Ja, der ist tot. Der Typ am MG? Nein, nein, der nicht. Aber hier ist so ein kleiner Spasti. Ja, okay, ich habe auch noch einen in der Mitte down. Fuck, vorher ist es ein Zombie und am Brennen. Alles gut. Toter Zombie. Boah, ich habe wieder gar nichts. Ich habe wieder gar nichts. Soll ich dich umnatzen? Nee, nee, warte. Ich halte hier vorne ganz gut. Oh, da kommt noch eine Welle. Wieder einfach mal noch eine Welle kommt. Kann ich irgendwie... Ich muss es irgendwie mit dem. Gimme dat. Flanken vielleicht irgendwie. Alter, wie es ihm einfach voll egal ist. Hey, das gibt's doch nicht, Mann. Ohne Scheiß, der bleibt halt stehen, obwohl ich drauf halte. Ey, komm hier gerade durch. Zombies. Was ist mit denen los? Ich hab keine Ahnung, sie sind verwirrt. Zombies sind in Wirklichkeit einfach nur shitty Pokémons. Wow, ich bin down. Kannst du mich holen? Ja, passt. Da vorne liegt ein Kraut rum. Okay, wieder einer down. Also es werden weniger. Es werden so langsam weniger.
Ah, hier liegen mehr Kräuter rum. Okay, dann nehme ich das, was da vorne ist. Mehr Kräuter? Habe ich Kräuter gesagt? Kräuter. Alter, das ist noch viel krauterer als das da vorne, Alter. Ohne Witz. Ey, wir haben sie alle. Wir haben sie alle, glaube ich, ja. Hast du da noch Datensätze am Start? Das tat doch gar nicht weh. Schauen wir jetzt einen Granatwerfer. Willst du mitnehmen? Das bedeutet, jetzt kommt irgendwas Krasses noch. Irgendwas wow. Heftiges, ja. Oh, wow. Hier kam... ist der Boom. Was? Hier kommt der Boom. Ich weiß nicht, was der Boom ist, aber der Boom kann nichts Gutes sein, oder? Auch schlecht. Der T-Virus breitet sich in mir aus. Ich hab nicht mehr lange. Was? Wer ist infiziert? Vierauge. Vierauge schon wieder. Stirb, Vierauge, stirb! Warum rennt Börter immer dazwischen? Geh down. Der Kopf ist unten. Gut gemacht. Kein Problem. Den basteln wir dann wieder neu. Den kneten wir neu. Aber wie so ein bisschen Matt durchkneten, Fähnchen reinstecken, kein Problem. Hier drüben gibt es noch ein bisschen Krauter. Kraut. Aber die ist viel krauterer gewesen da vorne, glaub mir. Oh. Ich glaube, jetzt kommt ein Nemesis. Das sieht sicher aus. Könnte sein. Nemesis. Nemesis. Also ich glaube entweder. Nee, Tyrant kommt. El Tiranto, das könnte sein, ja. Der grüne Mann mit seinem Trenchcoat. Wer hat Angst vom grünen Mann? Ich weiß auch nicht, der will einfach nur, dass wir ihm auf den Pimmel schauen, glaube ich. Ich glaube, das hier war mit Abstand die derbste Mission. Ja, bisher auf jeden Fall, also die war echt heftig. Okay, lass mal weitergehen, oder? Genau, ja, das meine ich. Nicht. Ist er auf mir gelandet? Ah ne, hinter mir. Und der gibt mir erstmal schön ins Gesicht. Endlich hat er sich rausgesucht, ohne Scheiß, der kann dich aber nicht leiden. Irgendwie habe ich immer Probleme mit dem. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ich meine, er ist auch nicht der freundlichste Zeitgenosse, das muss man zugeben. Ah! What the fuck? Das ist ein verdammt großer Schlumpf. Ja, der kann extrem schnell rennen dafür, dass er so dicke Beinchen hat. Bertha, no! No, Bertha! Au! Bertha ist sowas von down. Ich will Bertha retten, aber er hat ein Problem damit. Alter, wie er springt. Oha, was zur Hölle? Papa, den Move habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der letzte Blumen. Okay, Flammenmunition. Und Min. Noch oh, shit, das sind... Hin. Oh, das zwei. Shit, stimmt ja. Geh mal bitte sterben. Ohne Witz, das wäre voll geil, wenn er drauf gehen würde. Wäre echt verdammt nett von dir. Beide von mir aus. Du tot? Ja, super. Wow. Alter. Plunging Attack des Todes. Der macht hier voll den Hogan bei mir. Der Hogan, Mann. Hollywood Hogan legdroppte dich. Ich wurde eben wirklich gelegdroppt. Fuck. Gib ihm Suplex, Mann. Komm schon. Können wir einen Tag Team Angriff machen. Wir sollten sich auf jeden Fall trennen, das ist schon mal eine gute Idee. Naja, schon, es funktioniert eigentlich ganz gut gerade. Toro, Toro! Oh, der eine ist down, der eine ist down. Und der andere, der kann auch nicht mehr so viel haben. Naja, er hält sich schon die Hand davor. Hat schon die ersten Risse. Er hält sich auf jeden Fall die Hand schon vors Gesicht. Ich brezel mal Granaten drauf, vielleicht hilft's. Oh shit, wir noch Nachtritt. Ric Flair Chop noch hinterher, was ist los bei dir? Oh, oh, eben. Er strauchelt. Er strauchelt? Er strauchelt. Ist er zu lange auf dem Weihnachtsmarkt gewesen? Ich meine, nach 15 Glühwein ist auch nicht mehr so einfach, so eine Plunging Attack zu machen. Oh shit, sorry. Peter, warum? Weil du mir vor die Waffe gestrafed bist, wenn du es genau wissen willst. Ah, fuck. Okay. Oh, nein. Oh. Wo bist ja, du? Ja, irgendwo. Warte. Los, wer ist das hier? Das ist Vierauge. Naja, schaden kann's nicht. Naja, es ist nicht so ganz übel, los, wenn wir alle am Leben sind. Wo ist er hin? Je mehr Ableckung. Ableckung. Ablenkung, desto besser. Ich weiß, ist er tot? Nee, ich höre irgendwas stampfen.
Fatty Carell, wo ist er denn? Ein gigantischer Möbelpacker. Der klingt, als würde er drei Couches auf der Schulter hätte. Kann man denn einen 3-Meter-Mann verlieren? Ich wollte gerade sagen, der Bereich ist jetzt auch nicht so groß. Oh. Ah, what? Wirst du es schaffen? Lass mich. Zentrale? Ja, ihr mich auch! Keine Antwort? Sieht es danach aus? Sie lassen uns hängen! Schätze, uns erwartet eine lange Nacht. Wow, das war eine lange Mission auf jeden Fall. Das war allerdings eine lange Mission. Rang B. C. Naja, gut. B bekommen. Naja, gut. Das war das Problem bei mir. Der Tode. Und natürlich die Zeit hat mir ein D verschafft. Nee. Naja, gut, okay. Entbehrlichen bei Mannem. Das war dann nicht so freundlich. Wie gesagt, ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin. Der Service war shitty, die Leute waren unfreundlich und es war viel zu warm dort, weil alles gebrannt hat. Das stimmt. Also es war echt keine gute Gegend. Absolut nicht. Ganz da würde ich mir keine Wohnung kaufen. Gute Gegend. Und die Mission war mies schwer. Nun gut, Erlösung in der nächsten Folge. Wie immer, Bewertung nicht vergessen, um uns ein bisschen zu unterstützen. Wir verdammt nett von euch da draußen. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen und tschüss. Haut rein.